Death is a phase in the life of a being, a door to another existence. It is a pause in the long journey of the soul upon earth. Chucky B. Du bringst generische Phrasen in deinen Double-Time-Parts und du willst jeden ficken, Mann, das wird auf gar keinen was. Im Wesentlichen waren deine Parts fresh und bemerkenswert krass. Ich mein, von der letzten Runde bleibt hängen, dass du Pferde echt gern hast. Und du bist, wow, warte, ich seh gerade den Glatzkopf, denn der letzten Runde auf der Couch ja gar nicht mehr klarkommt. Die Leute beide sind entweder heftig desinteressiert oder wie der Typ, der fast an seiner Epileptik krepiert. Der so 301, der Motherfucker auf dem Reiter. Auf Raps so wieder über Tiere, statt zu punchen, bin ich weiter, yo. Bei Fakten über Pferde bist erstaunlich, wer sieht, wird mich nicht wundern. Dann wird dein Studio nur mit Toy-Sound isoliert. Bei der Double-Time scheiß nicht hilf. Wenn die Zeilen peinlich sind, fliegt die Null hier raus. Denn Station für Deso 31. Und selbst wenn du inhaltlich mal was Gutes gemacht hast, fällt es keinem auf, weil man nix wegen dem Nuscheln gerafft hat. Du sagst, ich mach aus jedem Beat nen Hurensohn, was hast du überhaupt gekifft? Die Mama meines Beats geht nachts über auf den Strich, aber das natürlich nur, weil ich den Beat berappt hab. Ach so, ah, jetzt hab ich's auch gecheckt, ja. Netter Versuch, der so, doch jetzt ist genug, der so. Ich mache vielleicht einen aus meinem Beat, doch bei jeder deiner Runden war immer der Typ, der auf den Beats war, der Hurensohn. Ja, genau du. Dein letztes Battle war ja mal behindert schlecht. Ging es darum, wer den schlechteren Inhalt rappt? Zwischen Relax-Runde mit nem Stimmeinsatz von Stephen Hawking und deinem Genusche ist unklar, wie ihr nicht beide fliegen konntet. Ramsen hat's eigentlich auf den Punkt gebracht. Kommen wir zum Inhalt. Nun, der sackt, aber du rappst schon ein bisschen besser als der andere. Hätte ein Punch gehabt, wärst du auf die Nase gefallen.